with the boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Herzlich willkommen zu Episode 6 in der Quatschrunde. Und das muss ich ja jetzt nicht alles nochmal vorlesen. Geheimnisvolle Bekenntnisse heißt die Episode. Lassen wir doch gleich mal die Episode beginnen. Ja, das ist alles gut. Peggy? Nun, Professor Zaidi machte schnell einen Schritt zurück und entfernte sich von mir. Meine Güte, ich wundere mich, warum das Internet langsam ist. Das ist einfach alles aus gewesen. Ich hab's nicht bemerkt. Der ist doch eben erst nach Hause gegangen. Was macht der schon wieder hier? Und ich sehe kein Bild. Das irritiert mich ein bisschen. Guten Tag, Professor. Was machst du denn hier? Du schon wieder gesund? Es ist nicht so, wie du denkst. Alles in Ordnung? Ja, und bei dir offensichtlich auch. Ja, alles in Ordnung. Endlich ist dieser Tag vorbei. Das war wirklich anstrengend. Sein Blick wanderte zwischen Professor Zaidi und mir hin und her. Er wirkte verwundert. Ist egal, Betty. Hauptsache, du kommst hier im Café klar. Ich wollte nur nicht, dass du Probleme hast. Das ist wirklich nett von dir. Aber mir hat schon jemand geholfen. Dank der Hilfe von Professor Zaidi hat alles gut geklappt. Ich muss zugeben, das war nicht wirklich leicht. Ich weiß nicht, wie du es schaffst, das Café abends allein aufzuräumen und zu schließen. Das dauerte ewig. Zum Glück waren sie gerade in der Nähe. Er sah Professor Zaidi merkwürdig an. Ja, manchmal ist der Zufall. Das Unbehagen war spürbar. Jun, du hast mir schon hier heute Nachmittag geholfen. Das ist wirklich nett von dir, aber du solltest eigentlich zu Hause sein und dich ausruhen. Das ist normal. Du warst schließlich zum ersten Mal ganz allein im Café. Ich wollte dir helfen. Gut, also es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Betty. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, danke nochmal. Er nickte Jun zu und ging in Richtung Campus davon. Dann fiel mir plötzlich auf, dass Jun mich beobachtete, während ich dem Professor nachsah. Ich traue dem Typen nicht. Ich habe ihn nur noch nie in diesen Tonreden gehört. Er ist einer meiner Professoren, das war doch nett von ihm. Ich mag ihn, er ist einer meiner besten Profs. Und warum nicht? Ich weiß, wer er ist, und ich weiß auch, dass er nichts getan hat. Ich traue ihm einfach nicht, das ist alles. Sag mal, aber solltest du nicht eigentlich im Bett liegen und dich auskurieren? Reicht es dir nicht, dass du eben fast umgekippt wärst? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Entschuldige, ich wollte dich nicht erstrecken. Ich glaube, es war einfach nur das Fieber, das plötzlich gestiegen ist. Aber jetzt geht es mir schon besser. Es ist lieb, dass du die Sorgen um mich gemacht hast. Ich wollte gerade die Alarmanlage einschalten und nach Hause gehen. Alles klar. Wie ich sehe, kommst du mittlerweile gut zurecht. Wenn ich dann die Betty zurückdenke, die hier neu angefangen hat. Aber ohne deine Hilfe hätte ich keine Mittagspause machen können. Ich hatte nicht mal daran gedacht, mir etwas zu essen mitzunehmen. Aber ich habe dir nicht wirklich lange geholfen. Du hast schon mehr als genug getan. Schalte du in Ruhe die Alarmanlage ein. Ich warte hier so lange hier. Dann können wir zusammen Richtung Campus zurückgehen. Alles klar. Ich sah mich noch einmal um sicher zu gehen, dass ich nichts vergessen hatte. Dann schalte ich die Alarmanlage ein. Nach meiner Panik heute Morgen werde ich den Code für die Anlage sicher nicht mehr so schnell vergessen. Ich tippte in die kleinen Spotzen Kasten 28N1 ein und ging dann zu Hunyachthausen. Gehen wir? Ich folge dir. Unterwegs unterhielten wir uns weiter. Jedenfalls kommst du im Café schon sehr gut allein klar. So gut wie allein. Haha, danke, ich muss noch einiges lernen, aber ich gebe zu, dass ich mittlerweile weniger Angst habe.
Du hattest Angst, sagen wir, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Von Katja, ja, ich weiß. Ich verstehe nicht, warum sie dir gegenüber so verhält. Willst du mir weismachen, du wüsstest nicht, woran das liegt? Nicht so schlimm, ich habe mir vorgenommen, das einfach zu ignorieren. Eine weise Entscheidung. Ich bin sicher, es ist das Beste, du ignorierst ihre Bemerkung einfach. Das ist leichter gesagt als getan, aber ich werde es versuchen. Keine Sorgen, irgendwann wird sie von selbst damit aufhören. Wir betraten den Campus und unterhielten uns weiter. Katja erinnert mich an eine alte Tante von mir, die ständig über ihre Nachbarn schimpft, die im Garten zu viel Lärm machen, aber eigentlich ist sie ganz nett. Nein, das meine ich auch nicht, aber mein Vater sagt immer, man kritisiert nur Leute, die man mag. Und mein Vater hat meistens recht. Das ist nicht das erste Mal, dass Jun von seiner Familie spricht. Wohnt deine Familie in der Nähe? Nein, sie wohnen leider eine Tagesreise mit dem Zug entfernt. Sobald ich Ferien habe, besuche ich sie. Er holt sein Handy aus der Tasche. Guck mal, das hier sind meine Mutter, mein Vater, links davon meine zweitjüngste Schwester und die eine Grimasse schneidet, die sie soll. Und ganz hinten sind meine Großmutter, meine andere Schwester und sie scheint dir wirklich zu fehlen. Haha, wie süß. Dann fällt mir ein, dass ich meine Familie immer noch nicht angerufen habe. Und deine Familie auch weit weg? Ungefähr 7 Stunden mit dem Auto. Ich vergesse immer, sie anzurufen oder ihre Post zu antworten. Ich habe so viel zu tun. Nur 7 Stunden? Das würde ich jedes zweite Wochenende nach Hause fahren. Wirklich? Ich kann mir nur schlecht vorstellen, alle 2 Wochen bei meinen Eltern zu sein, obwohl ich sie... Ja, wir haben nur eine Familie. Deshalb ist mir meine wichtig. Viele meiner Freunde haben kein enges Verhältnis zu ihren Eltern. Sie finden das vielleicht komisch, aber mir bedeutet meine Familie alles. Das hast du schön gesagt. Ich muss zugeben, ich konnte es kaum erwarten, ins Wohnheim zu ziehen. Entschuldige, ich übertreibe manchmal. Nein, nein, keine Sorge. Wir näherten uns dem Wohnheim. Ich kann es kaum erwarten, sie dir vorzustellen. Ich verschluckte mich an meiner eigenen Spucke. Eine Weile hustete ich, bevor ich wieder zu atmen bekam. Nein, ich meine nicht so. Es ist eher also, er klopft mir auf den Rücken, um mir zu helfen. Ich meine, weil du so nett und witzig bist und ich mir sicher bin, dass du dich gut mit meinen Schwestern und meiner Mutter verstehen würdest. Ich richtete mich auf, vom Husten hatte ich Tränen in den Augen. Ich meine, als gute Freundin, nicht als meine feste Freundin, du weißt schon. Oh je, Jun, du schaffst es wirklich nicht mal, einen konkreten Satz herauszubringen. Ich räusperte mich und musste lächeln. Wenn ich ihm etwas peinlich war, murmelte er immer so vor sich hin. Ich weiß nicht, wieso ich deine Familie treffen sollte. Es würde mich freuen, deine Familie kennenzulernen. Sie wirken echt sympathisch. Das sind sie auch. Gut, dann gehe ich mal mich ausruhen. Nach diesem kräftezehrenden Arbeitstag verstehe ich besser, warum die Leute irgendwann ihre Ferien brauchen. Der Kellnerjob ist anstrengend und wir werden uns unsere Arbeit nicht genug bezahlt. Das stimmt, wir sollten eine Gehaltserhöhung verlangen, Jun. Gleich morgen früh demonstrieren wir vor dem Café, der mit Katja unser Gehälter erhöht. Morgen ist Sonntag. Ups. Haha, jedenfalls danke, dass du heute Abend hergekommen bist, um zu helfen, obwohl das nichts gebracht hat. Der gute Wille zählt. Es wäre nett, wenn du dich das für dich behalten könntest, dass Professor Zaidi hier war. Doch, du wirkst wieder viel fitter. Man würde nicht sagen, dass du krank bist. Das stimmt. Also dann, gern geschehen. Boah, das ist ja gleich -10 runtergegangen, wow. Gut, dann erhol dich gut. Wir sehen uns sicher im Laufe der Woche. Ja, gute Nacht. Ja, wie gesagt, ich sollte mit Juni so weit oben sein. Gute Nacht. Ich muss ja auch mit Kasti hochkommen. Ich öffnete leise die Tür und vielleicht schlief Ilin schon. Hallo. Hallo, sie war damit beschäftigt, im Zimmer sauber zu machen. Ich habe Staub gewischt. Wenn ich nicht schlafen kann, mache ich sauber. Das hilft mir. Ich hoffe, das stört dich nicht. Wo kommt nun plötzlich die Höflichkeit her? Das wirkt auf mich irgendwie beunruhigend. Das ist nett von dir, aber ich hätte das auch machen können. Ich mag es nicht besonders, wenn man meine Sachen anfasst, aber danke. Danke, das ist wirklich nett. Gern geschehen. Ich sollte das öfters machen. Putzen entspannt mich. Okay, ich weiß nicht wirklich, wie ich darauf reagieren soll. Ini macht die Musik aus, die sie auf ihrem Handy hörte. In dem Moment fiel mir auf, dass das Album von Quostum war. Ich bin K.O. Ich gehe jetzt schlafen. Du kannst ins Badezimmer. Ich warte schon. Okay, gute Nacht. Inin schaltete das Licht aus, nachdem sie vorsorglich meine Nachttischlampe eingeschaltet hatte.
Dann kroch sie mit den Kopfhörern auf den Ohren in ihr Bett. Wow, was war das denn gerade? Ich ging ins Badezimmer und stellte mich unter die heiße Dusche. Das war genau das, was ich jetzt brauchte. Ich dachte darüber nach, was Chani wohl zu Inins Verhalten heute Abend gesagt hätte. Sie ist ja sowas wie, du bist ein paralleles Universum geraten, in den Inin dich mag. Allerdings kommt es dort bald zur Apokalypse und ganz sicher versperren Zombies ihr den Weg. Bei diesen Gedanken musste ich lachen, das heiße Wasser wirkte entspannt. Ich war heute Abend noch länger draußen geblieben, als mir bewusst war. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie durchgefroren ich war. Ich ließ das Wasser über mein Gesicht laufen und dachte an mein Gespräch mit Professor Zaidi. Dann musste ich an Kasti und Fanny denken, die sich beinahe auf der Terrasse des Kaffees geprügelt hätten. Ich wickelte mich in den Handtuch und schlüpfte anschließend in meinen Schlafanzug. Sobald ich im Bett lag, schlief ich auch schon ein. Am Sonntag wachte ich erst um 14 Uhr auf. Ich fühlte mich genauso müde, als wäre ich um 6 Uhr aufgewacht. Inin ist nicht da. Ich holte eine Dose Kekse unter dem Bett hervor und machte es mir mit meinem Handy bequem. Ein Tag im Bett schien mir ein guter Plan. Ich las ein paar Texte für die Uni und blieb den ganzen Tag unter meiner Decke. Gegen 2 Uhr morgens schlief ich schließlich ein. Ich hatte es tatsächlich geschafft, mein Bett fast den gesamten Tag nicht zu verlassen. Am Montagmorgen klingelte mein Wecker. Ich murmelte in mein Kopfkissen. Als ich aufwachte, war meine Wange ganz feucht von meiner eigenen Sappa. Wirklich sexy. Ich hatte aus Versehen laut mit mir selbst gesprochen. Ich sah mich erschrocken um, aber ich war zum Glück allein im Zimmer. Ich stand auf und begann, meine Tasche zu packen. Die Zimmerseite war so aufgeräumt und sauber, man hätte meinen können, das Zimmer sei ganz neu. Ich betrachtete mein Bett und meinen Schreibtisch. Nach dem gestrigen Tag war dort von Inins Putzaktion nicht mehr viel zu sehen. Die Kekssoße auf meinem Schreibtischstuhl und eine zerknitterte Zeitschrift auf meinem Bett zeugten davon, wie ich meinen Sonntag verbracht hatte. Ich räume heute Abend auf. Ich ging duschen und zog mich schnell an. Dann machte ich mich auf den Weg zu meiner ersten Vorlesung Kunst der Antike und des Mittelalters bei Professor Rebate, mein Lieblingskurs. Es war das erste Mal, dass ich mich hier wirklich wie in der Uni fühlte. Bisher erinnerte die Stimmung hier eher an Ferien. Aber heute hetzten gleich mehrere Studenten mit ihren beigeführten Ordnern an mir vorbei. Dieser Anblick schaffte es, mich vollständig zu wecken. Ich spürte, wie sich mein Magen beim Gedanken daran verkrampfte, dass ich immer noch kein Thema für meine Abschlussarbeit gewählt hatte. Toll, genau das hatte ich gebraucht. Sag mir bitte, dass du aufgeräumt hast, nachdem du die Höhle verlassen hast, die du Bett nennst. Ich hätte sie beinahe über den Haufen gerannt. Sie hatte mich überholt, ohne dass ich etwas bemerkt hatte und war direkt vor mir stehen geblieben. Hallo, aber, nein, aber keine Sorge, ich räume heute Abend auf. Ich hatte keine Zeit dazu. Ja, hallo, das ist nicht auf, ja, hallo, du hast nicht auf meine Frage geantwortet. Ich räume meine Zimmerhälfte später auf, ich habe jetzt Vorlesung. Es wundert mich nicht, dass du das ja möglicherweise nicht schaffst, so schlampig wie du bist. Was ist eigentlich ihr Problem? Ich habe keine Zeit, Inin. Ich bin, wie gesagt, auf dem Weg zur Vorlesung und... Sogar ich hatte die Zeit, den Drödelladen, den du Schreibtisch nennst, zu entstauben. Und dafür habe ich keinen ganzen Nachmittag gebraucht. Ich hatte dich nicht darum gebeten. Nein, natürlich nicht. Aber wenn es mich nicht mache, wer dann? Die Ameisen, die sich bald in unserem Zimmer rumtreiben werden, weil den Kekspackung, die du herumliegen lässt, ist es sicher bald soweit. Inin brüllte nun regelrecht über den Hof des Campus. Ein paar Studenten drehten sich beim Vorbeigehen um und kicherten. Ich wünschte mir, im Erdboden zu versinken. Noch bevor ich etwas antworten konnte, gingen sie in Richtung des Gebäudes für Kunstgeschichte davon und verschwand zwischen den anderen Studenten, die sich ins Gebäude drängelten. Für wen hält die sich eigentlich? Wow, manche sind für einen Montagmorgen aber wirklich in Form. Oh, hallo, Chani. Ich nehme an, du hast alles gehört. Ehrlich gesagt hatte ich sie selbst da noch gehört, wenn ich gerade mit Kopfhörern in den Ohren in mein Zimmer gesessen hätte. Na toll, die Woche fängt ja wirklich gut an. Komm, die Vorlesung der Kunst der Antike und des Mittelalters wird dich sicher auf andere Gedanken bringen. Ich verstehe das wirklich nicht. Vorgestern war sie so übertrieben freundlich und jetzt verwandelt sie sich plötzlich wieder in eine echte Furie. Was ist ihr Problem? Ich war von Inins Verhalten so überrumpelt gewesen, dass ich nicht reagiert hatte, aber jetzt spürte ich, wie die Wut in mir hochstieg und ich ballte die Fäuste.
fühlte mich wie ein kleines Kind, das ausgeschimpft wird, weil es sein Zimmer nicht aufgeräumt hat und das auch noch vor all den anderen Studenten. Sie war freundlich zu dir? Ich weiß, du hast am Samstag gearbeitet, aber ich hoffe, dir ist klar, dass du dich im Café nicht einfach am Alkohol bedienen darfst. Nein, ich schwöre dir, es hat sogar meinen Schreibtisch aufgestaubt und gesagt, sie hätte es gern gemacht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das alles nur geträumt. Oder aber du bist durch ein multidimensionalen Tor gegangen und in eine Raumzeitdimension gelandet, in der Elin dich mag. Was? Ich hätte wetten sollen, ich wusste, dass du so etwas sagen würdest. Lass uns gehen, sonst kommen wir noch zu spät. Ich bringe dich unterwegs auf andere Gedanken. Ich habe ein paar Kilometer von hier entfernt ein verlassenes Haus gefunden. Ich bin sicher, wir können es uns ansehen und drin ein paar Fotos machen. Ich werde gerade mit der Ansammlung von Studenten beschäftigt, die die Tür zum Hörsaal blockierte. Was? Wie meinst du das, ein verlassenes Haus? Ich rede von Urbags. Ich habe mich erkundigt und... Urbags? Ja, Urban Exploring. Man versucht verlassene Häuser und andere Gebäude. Ich weiß, was das ist. Das ist gerade in Mode, oder? Da gibt es schon lange, aber seit den 80ern wurde es immer beliebter. Ich hatte Lust, mal was Neues auszuprobieren. Deshalb wollte ich heute Abend noch der letzten Vorlesung dorthin und... Heute Abend? Aber du kannst doch nicht einfach so in das Haus einsteigen. Das könnte gefährlich sein und du brauchst die richtige Ausrüstung dafür und... Chani wühlte in ihrer Tasche und brachte eine Taschenlampe zum Vorschein, die sie sich zwischen die Zähne klemmte. Außerdem zog sie einen externen Akku für ihr Handy, ein Fotoapparat, ein Dietrich-Set, eine Stirnlampe und eine Kettenseile daraus hervor. Ich habe alles, was man braucht. Planst du das schon lange? Nein, ich habe ein Video im Internet gesehen und am Samstag habe ich das alles gekauft. Außerdem habe ich noch das hier. Sie zog ein dickes Buch aus der Tasche. Auf dem Titel stand Geschichte, Praxis, Gefahren, Vorbereitung, Urbex. Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, machst du wirklich keine halben Sachen. Na, ich erkunde mich bloß ein bisschen zu dem Thema. Wir betraten den Hörsaal genau in dem Moment, als Professor Lobade die Tür schließen wollte. Wir setzten uns und unterhielten uns leise weiter. Was war mit dem... War das mit den Urbags denn wirklich dein Ernst, Chani? Ach so, ich dachte, ich nehme mir diese Woche zwei oder drei Häuser vor und sehe mal, wie es mir gefällt. Und wie hast du gleich mehrere verlassene Häuser gefunden? Ich habe eben meine Quellen. Aber ist das nicht illegal? Ehrlich gesagt, ja, aber ich werde mich nicht erwischen lassen. Das klingt ja wirklich beunruhigend. Guten Morgen, willkommen zur Vorlesung Kunst der Antike und des Mittelalters. Ich nehme an, Sie haben mittlerweile alle ein Thema für Ihre Abschlussarbeit gewählt. Deshalb wollte ich mit Ihnen nochmal über ein paar grundlegende Dinge wiederholen, auf die Sie dann beim Schreiben achten sollten. Aber ich habe noch gar nichts gewählt. Ich habe keine Ahnung, über welches Thema ich schreiben soll. Ich sah mich im Hörsaal um, aber außer mir schien das Gesagte niemand zu beunruhigen. Chani lauschte aufmerksam den Ausführungen unseres Professors. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Heute Abend werde ich mich hinsetzen und mir endlich ein Thema für die Abschlussarbeit suchen. Ich habe mir die größte Mühe, mich auf die Vorlesung zu konzentrieren, bis Professor Lebarte schließlich das Ende des Kurses ankündigte. Das war total interessant. Die keltische Kunst ist so mystisch. Ich hätte wirklich Lust, darüber meine Arbeit zu schreiben. Du hast auch kein Thema für deine Abschlussarbeit? Doch, ich habe ehrlich gesagt schon eine vollständige Arbeit über die runischen Schriftzeichen geschrieben, aber ich zögere noch. Du hast die Arbeit schon geschrieben? Ja, ich schlafe nachts nicht besonders viel, also habe ich die Zeit genutzt. Diese Information lässt mich vollkommen panisch werden. Bin ich denn die Einzige, die noch kein Thema hat? Wir verließen den Hörsaal und gingen dann auf den Hof. Das sind nur 120 Seiten. Sobald du ein Thema hast, sind die schnell geschrieben. Aber... Vielleicht könnte ich in der Arbeit auch irgendwas über die Urbags als zeitgenössische Performance schreiben. Was täuscht mich mit dieser Arbeit? Das mit den Urbags ist eine gute Idee, das wäre originell. Ich mache mir Sorgen, wenn du allein mit irgendwelchen verlassenen Gebäuden besuchst, das könnte gefährlich sein. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Ich werde darüber nachdenken. Ich kann den heutigen Abend kaum erwarten. Vielleicht finde ich einen wertvollen Schatz oder in einem der verlassenen Häuser spukt ein Geist.
Oder du wirst von einem Psychopathen mit der Axt verfolgt. Ich glaube, ich gebe zu, ein wertvoller Schatz wäre nicht schlecht. Ich hätte nichts dagegen, meinen Job im Café aufzugeben und stattdessen in die Karibik zu fliegen. Hier, wir finden eine Karte, die uns zu einem riesigen Schatz mitten im Indischen Ozean führt. Und dann werden wir Piraten und steinreich. Heißt das, du kommst mit? Ich weiß nicht, ich kann mir selbst nur schlecht mit Holzbein und Kaukenklappe vorstellen. Ich glaube, davon habe ich geträumt, seit ich 6 bin. Dabei bin ich mir sicher, dass dir beides sehr gut stehen würde. Wie alles. Naja, um mich zu überzeugen, braucht es schon mehr. Hallo Chani, hallo Betty, wie geht es euch? Oh Rosa, ich habe dich gar nicht kommen sehen. Wir sprachen gerade über... Sag mal, hättest du kurz Zeit? Ich muss mit dir reden, es ist wichtig. Alles klar, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ich wollte dich nur einen Moment sprechen. Klar, Chani und ich sind auf dem Weg in die Mensa. Komm doch mit, dann können wir dort reden. Sollen wir in den Park gehen? Ja, Chani, tut mir leid, wir sehen uns später in der Vorlesung. Nein, das sind zu viele Leute und Chani, bitte nimm es mir nicht übel, aber ich würde gern unter 4 Augen mit dir sprechen. Keine Sorge, ich will mich nicht aufdrängen, bis später. Es tut mir leid, Chani alleine in die Mensa gehen zu lassen. Wenn ich recht darüber nachdenke, Chani redet zwar häufig von ihrer Mitbewohnerin, aber ich sehe die beiden nie zusammen. Ich habe den Eindruck, auf dem Campus ist sie meistens bei mir. Ich drehte mich wieder zu Rosa um. Ist wirklich alles in Ordnung? Du bist ganz blass. Lass uns lieber hier reden, wo uns andere hören können. Lass uns lieber nicht hier reden, wo uns andere hören können. Im Lace-Geschäft gibt es einen Lagerraum, in dem wir ungestört sind. Allerdings machst du mir Angst. Hast du denn dort etwas zu essen? Ich muss dann nämlich direkt wieder in die Vorlesung. Chani, erzähl nichts weiter. Du kannst ihr vertrauen. Sie ist mittlerweile eine wirklich gute Freundin von ihr. Miley, gibt es immer irgendwas zu essen? Tut mir leid, aber vor der nächsten Vorlesung muss ich wirklich etwas essen. Versprochen, es gibt auch was zu essen. Immer denkst du nur ans Essen. Tut mir leid, das will ich nicht von dir hören, Rosa. Nein, das ist niedlich. Einig verließen wir den Campus durch das Haupttor. Unterwegs sagte Rosa kein Wort und kaute an ihre Nägel. Alexi hat gesagt, er kommt auch dorthin. Okay. Alles klar, ist das wirklich so ernst? Ein wenig fange ich wirklich an, mir Sorgen zu machen. Nein, aber ich erzähle dir gleich alles. Ja, schon gut. Wo steckt der bloß? Er hat gesagt, in 5 Minuten wäre er da und jetzt sind es schon 10. Keine Sorge, du kennst doch Alexi. Ja, aber er würde mich gern mit euch unterhalten, bevor er im Laden richtig voll wird. Warum ist es dir so wichtig, dass uns niemand hört? Lass uns doch kurz warten, er kommt sicher gleich. Ja, du hast recht, ich stresse mich völlig grundlos. Wir warten einfach hier im Laden auf ihn. Rosalia ging als erstes rein und ich folgte ihr. Im Moment waren erst 2 Kundinnen im Laden, es war schon ziemlich ruhig. Hallo Betty, lange nicht gesehen. Lay, ich umarmte ihn stürmisch. Lay, endlich, Rosalia redet ständig von dir, aber wir haben es bisher nicht geschafft, uns zu sehen. Ich bin nicht. Mir fiel auf, dass er meine Umarmung nicht erwidert und Rosalie mir einen fragenden Blick zuwarf. Ich ließ ihn sofort los. Entschuldige, das sind die Emotionen. Es ist immer noch so komisch für mich, alle alte Freunde wiederzusehen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich bin bloß so ein Verhalten nicht gewöhnt. Aber ich freue mich, auf dich wiederzusehen. Ich wurde vor Verlegenheit rot. Es ist, als wärst du nie weg gewesen. Zu Hause höre ich ständig von dir. Wirklich? Klar, schließlich muss ich irgendjemanden von unseren Missgeschicken erzählen. Ich drehte mich zu Lay. Ich habe das mit deinen Eltern gehört. Es tut mir leid. Ich spreche lieber nicht auf seine Eltern an und rede lieber über die unverfängliches Thema. Wie es aussieht, läuft der Laden gut. Wie es aussieht, kommen diejenigen, die schon als Schülerin hier gekauft haben, auch als Studentin noch hierher. Ich habe das Glück, dass es nicht in der Stadt so viel Konkurrenz gibt. Du meinst, du hast einfach die besten Sachen. Ich kaufe all meine Klamotten hier. Wirklich, Rosa, liegt es nicht eher daran, dass du die Freundin des Ladensbesitzerin bist und alles zum halben Preis bekommst? Das stimmt, ich liebe die Outfits hier. Danke, das ist nett, aber ich muss auch sagen, dass ich das Glück habe, mit Rosa zusammen zu sein.
nie mit ihrer Meinung zu ihren Kollektionen sagt, bevor ich sie kaufe. Und Rosa hat wirklich Geschmack. Rosa warf Lay einen verliebten Blick zu. Manche Dinge ändern sich eben nie. Entschuldigt mich jetzt bitte. Ich glaube, meine Kunden brauchen mich. Lay ging weg und ich sah Rosalia an. Sie schaute nervös auf ihr Handy. Immer noch nichts Neues von Alexi? Nein, ich werde versuchen, ihn anzurufen. Holla! Alexi betrat strahlend in den Laden. Er war nicht allein. Hallo. Was ist das für ein Geheimnis, von dem niemand was erfahren darf? Aber ich glaube, Alexi hat etwas falsch verstanden. Ich bin heute wirklich gut drauf. Oh, Lay ist ja auch da. Den habe ich ja ewig nicht gesehen. Hallo, Lay. Lay war an der Kasse beschäftigt. Er winkte Alexi zu und wandte sich dann wieder an seine Arbeit zu. Hallo, Betty. Er ist seit heute Morgen nicht zu halten. Pia hatte geflüstert, während Alexi von seiner Missgeschick mit Morgen erzählte. Ich glaube, Rosalia wollte sich in Ruhe mit Alexi und mir unterhalten. Was ist bloß in ihnen gefahren? Oh, verstehe. Ups, Alexi war davon überzeugt, wir müssen shoppen und etwas essen gehen und uns dabei die neuesten Klatsch und Tratsch zu erzählen. So hatte er es mir jedenfalls angekündigt, als er vorgeschlagen hat, dass ich mitkommen könnte. Also, Rosa, du... Mein Gott, guck mal, die Jacke. Die muss ich unbedingt anprobieren. Bin gleich zurück. Ist der immer so? Nein, ich glaube, für dieses Verhalten bist er du der Auslöser. Ich sah zu Rosa rüber, die Alexi verdutzt beobachtete, der bereits damit beschäftigt, verschiedene Sachen auszusuchen, die er anprobieren wollte. Rosa, guck mal, die Schuhe. Hier, du musst die beim nächsten Mal anziehen, wenn wir abends weggehen. Ja, klar. Okay, ich habe 2-3 Teile ausgesucht. Nehmt ihr nichts? Ich probiere die Sachen kurz an, bevor die nächsten Kurs anfängt. Wir reden auf den Rückweg, okay? Kein Problem. Alex, ich glaube, Rosa wollte in Ruhe nur mit uns beiden reden. Rosa, sag es ihm. Es tut mir leid, Pia, und morgen. Nein, kein Problem. Oh, warum? Was ist denn los? Nichts, ist schon gut. Ich werde Pia und morgen willkommen wegschicken, jetzt wo sie einmal hier sind. Ich wollte euch nur sagen, dass Lay wieder in der Stadt ist und damit euch überraschen, dass etwas mit euch trinken gehen, aber... Aber Rosa sah mich an und nickte mir unauffällig zu. Sie gab mir so zu verstehen, dass ich lieber nichts weiter sagen sollte. Oh super, ich habe aber nicht... Aber ich verstehe nicht, wieso Morgan und Pia da es nicht auch dabei sein können. Nein, es ist nur... Ich wollte euch zur Feier des Tages einen Rabatt auf die aktuelle Kollektion geben und ich weiß nicht, ob Blade das für alle gut tun kann. Oh, keine Sorge, ich wollte nichts kaufen. Rosalie lächelte flüchtend mich unseren Blick aus. Ich könnte schwören, dass sie uns nicht deshalb herbestellt hatte. Yes, danke, du bist die Beste. Alexi fiel Rosa um den Hals und küsste sie auf die Stirn. Ich werde den ganzen Laden leer kaufen. Rosa lächelte und sah Alexi nach, der sich auf die Klamotten stürzte und Morgan dabei an der Hand hinter sich herzog. Wir können auch euch gern allein lassen. Du brauchst nicht nach Ausreden zu suchen. Wir sind schon alt genug. Das ist lieb, Pia, danke. Aber wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Es ist also nicht schlimm. Anstatt zu antworten, lächelte Pia nur. Dann ging sie zu den Jungs, die mittlerweile bei den Umkleidekabinen angekommen waren. Rosa, ich mache mir allmählich nicht wirklich Sorgen, sonst stört es dich nicht, wenn Pia dabei ist. Gut, dann gehen wir und dann sehen wir uns ein anderes Mal. Du machst dir wirklich umsonst Sorgen. Willst du mir nicht wenigstens einen Hinweis geben, nur damit ich mir nicht ganz umsonst Sorgen mache? Rosalia seufzte, dann flüsterte sie. Ich wollte mit euch über meine Mutter sprechen. Crystal? 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 Ich weiß es nicht. Die beim Musical arbeitet? Ja, ich habe nur eine Mutter, Betty. Ja, stimmt. Geht es ihr gut? Ja, es besteht vielleicht eine Möglichkeit, dass ich ihr für ein Musical zusammenarbeite. Als Kostümbildnerin? Ja, genau. Aber das ist doch toll. Psst, behalte es erstmal für dich. Oh, ja, entschuldige. Gut, wir reden ein andermal weiter. Jetzt nutzt die Gelegenheit und such dir ein Outfit aus, das dir gefällt. Haha, alles klar. Wieder die gleichen Auswahl. Ich nehme nochmal das. Vielleicht kommt ja Kostüm. Man weiß es nicht. Kostüm. My baby.
Ich begleitete die anderen zur Kasse. Wir zahlten und unterhielten uns noch ein bisschen mit Lay. Und dann machten wir uns auf den Weg zur Uni. Uni, 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 Uni. Uni. Ja, ich gehe extra den falschen Weg. Lay scheint es gut zu gehen. Ja, im Moment läuft es so gut. Wir sind froh, dass wir den Laden behalten haben. Wolltet ihr den abgeben? Wir haben ein bisschen überlegt, weil ich erst nicht wusste, ob ich weiter hier studieren sollte. Dann hat mich Lay dazu ermutigt, es doch zu tun, und wir sind geblieben. Das war die richtige Entscheidung, so konnten wir es wiedersehen. Wo wärt ihr denn sonst hingegangen? Bestimmt. Jedenfalls ist es toll, dass du einen Freund hast, der dich zum Studium ermutigt. Ich kenne Profs, die das im Gegenteil tun. Wie meinst du das? Manche Professoren verwirren ihre Studenten mit weit geöffneten Hemden und feurigem Blick und das mit Vorliebe außerhalb des Campus. Was genau versuchst du damit zu sagen? Meinst du mich und Professor Zoidi? Redest du von Melody? Da ist also etwas zwischen euch. Du und dein Professor für die Kunstgeschichte? Nein, aber... Ich habe gehört, ihr hattet euch nach Feierabend im Dunkeln im Kaffee umarmt. Was? Woher hast du das denn? Alle blieben stehen und sahen mich überrascht an. Alexi, du übertreibst ein bisschen. So hat das Jun nicht gesagt. Jun? Das hat euch Jun erzählt? Was soll das denn bitte? Ich werde gleich zu ihm gehen und ich glaube, ich spinne. Und was genau hat er gesagt? Er hat gesagt, er sei ins Kaffee gekommen, um dir zu helfen. Professor Idi und du wärt euch sehr nah gewesen. Näher, als es sonst für einen Professor für seinen Studenten üblich ist. Mein Magen verkrampfte sich. Jetzt wusste ich, was Professor Zoidi gemeint hatte, als er von Gerüchten sprach, die sich im Nu verbreiteten. Stimmt das? Ist er mehr als nur ein Prof? Nein, er ist nur ein Professor. Ich weiß es nicht. Und wie erklärst du dann, dass Jun euch in so einer zweideutigen Situation überrascht hat? Ich habe keine Ahnung, wir haben uns einfach nur unterhalten. Alexi. Was? Du schmückst das, was Jun gesagt hat, nicht zufällig noch etwas aus? Vielleicht ein bisschen. Wir haben uns einfach nur unterhalten. Einfach irgendetwas behaupten, um die Wahrheit herauszubekommen. Eine tolle Strategie, Alexi. Von wem habe ich das nur gelernt? Rosalia klopfte ihm lachend auf die Schulter. Und jetzt komm, sonst verpassen wir noch den Beginn der nächsten Vorlesung. Morgen zog Alexi an der Hand und hinter sich her Richtung Campus und Rosalia folgte ihm. Sie winkten mir zum Abschied zu. Nupi und wir, ich waren... Sie winkte mir zum Abschied zu. Nur Pia war neben mir stehen geblieben und lächelte. Der Professor für Kunstgeschichte also. Ich musste an unseren Kunstlehrer auf dem Gymnasium denken. Er erinnert mich an Patrick. Nein, das würde ich mir nie trauen. Du musst regelmäßig sie gut aus. Du verstehst also, dass das nur ein alter Traum von mir. Ich hatte wirklich mit allen gerechnet, aber nicht mit dieser Antwort. Ja, ja, leck mich doch. Gut, gehen... Wegen dir komme ich noch zu spät. Gehen wir, gut, wegen dir komme ich noch zu spät. Wir sehen uns später. Sie ging weg und winkte mir zum Abschied zu. Ich sah auf die Uhr meines Handys. Mir blieben noch 5 Minuten, um Hyun zu finden, bevor ich die nächsten Vorlesungen begann. Als ich den Kopf hob, sah ich, wie von allen Seiten Studenten zu ihren Vorlesungen eilten. Ich werde Hyun niemals rechtzeitig finden. Ich sollte ihm lieber eine Nachricht schreiben. Ich schrieb, Hyun, hast du irgendwann Zeit? Wir müssen reden. Ich schrieb, Alexia und Morgan erzählt. Ich schrieb, hast du Alexi und Morgan erzählt, dass zwischen meinem Prof und mir etwas läuft? Ich machte mich auf den Weg zum Gebäude für Kunstgeschichte. Mein Handy vibrierte. Jun hatte geantwortet. Ich habe 2 Stunden Vorlesung und dann danach bin ich in mein Zimmer. Dann können wir uns sehen, wenn du willst. Ist das in Ordnung? Ich antwortete ihn augenblicklich und nach einigen Hin- und Herschreiben verabredeten wir uns schließlich für den Nachmittag. Ich ging zum Gebäude für Kunstgeschichte. Der Kurs für persönliche Entwicklung fing gleich an. Es war zwar freiwillig, aber ein paar zusätzliche Punkte können mir im Semesterende nicht schaden.